So, aber hat die mir jetzt noch eine Nachricht geschrieben? Natürlich. Planeteninformation. Karpek, Haskell-System, Titan-Nebel. Daten der unter Quarantäne gesetzten VI auf der Jari-Station lassen vermuten, dass die Quelle des VI-Virus-Outbreaks an der Anlage von Hane Keda auf dem Planeten Karpek ist. Die Koordinaten wurden in ihr Navigationssystem heruntergeladen. Ja. Dann auf dorthin. Und danach machen wir dann auch wieder mit der Hauptstory-Linie. Versprochen. Ich habe nämlich noch keine andere Nebenmission gefunden. Treibstoff auffüllen. So, Massenportalsprung. Ah, hier. Immer noch schön mit den Massenportalen der Sprung, genau wie in Mass Effect 1. Karpek, das ist der Planet. I have detected an anomaly. Natürlich. The Experimental Mechanics Facility is under quarantine. Probe launched. Be warned. The Experimental Mechanics... Something on our sensors. Ach, Anomalie geortet. Der Oberflächenscanner hat eine Fabrik zur Herstellung von Max geordnet, die zu den Registereinträgen des Unternehmens Hanekeda passt. Die Anlage unterliegt derzeit einer Notfallabriegelung. Es konnten keine Hinweise auf Lebewesen geortet werden. Gefahrenscans zeigen eine große Anzahl vireninfizierter Max, die sich innerhalb der Anlage in Quarantäne befinden. Die Deaktivierung der Hauptsteuerung der Fertigungsanlage müsste die Produktion weiterer infizierter Max ein Ende bereiten. Ja, das klingt nach einem Job für mich. Ladebildschirme hätten sie auch ein bisschen variieren können, aber ich habe da vielleicht zu hohe Ansprüche. Wen nehme ich denn mal? Es geht wohl gegen Roboter, also nehme ich mal Garrus und Miranda, die können mich beide überlasten. Bewaffnung wird schon wohl so stimmen. Dann auf! Ganz nett aus hier. Kurz die Tech-Panzerung aktivieren, weil ich traue der Lage hier irgendwie nett. Auch keine Gegner da. Na doch, da ist einer. Ich meine, da war einer. Wenn hier einer wen hat, dann ist es ich, der wieder hat. Ich wechsle mal eben. Und weiter. Hast du eine Ladezeit? Hm. Naja. So, wo sind wir denn hier? Kit, Lanzef, oh, ein Roboter. Ah! Oh mein Gott, er hat sich selbst getötet. Ich war im Hacken. Ja, ich weiß, das ist nicht Hacken, das ist Umgehen. Außerdem spricht man Hacken, nicht Hacken, sondern Hacken. Das ist mir auch bewusst, aber ich sage es trotzdem. You think anyone's still here? Natürlich nicht, sonst wäre ich ja nicht hier, wenn noch jemand leben würde. Ui, das sollte mich wohl überraschen. Arsch. Ah! Ach, verdammt. Steuerung zickt, meine Schilde sind unten. Geil! Wäre ich nicht Wächter, wäre ich jetzt ziemlich am Arsch. Aber eine respektable Anzahl an Max. Wieso kommt da noch einer um die Ecke? Und noch einer.
So, das war's jetzt. Hä? Noch einer? So. Ach du Scheiße. Das ist so, als ob die Gegner ständig wiederkommen und ständig wieder erweckt werden. Hat hier etwa jemand Call of Duty gehustet? Leute, so langsam reicht's mir. Noch Fragen? Sieht so aus. Muss schon zugeben, das macht schon Spaß. Diese arm kleinen Roboterchen mit dem Raketenwerfer zu beschießen. Bam. Ich denke, das war auch genug Rumgebolze. Will hier noch irgendwer ein bisschen auf die Backen? Nein? Okay. So. Ich hoffe nur, dass hier oben keiner mehr ist. Nö, sieht wohl nicht so aus. Fertigungsstraße, Shutdown. Passt doch. So, das ist jetzt aber Haken. Ah. So, fertig. Hm? Oh, ein Countdown. Oh, ist das jetzt die Selbstzerstörung? Also ich würde laufen. Oh, ich laufe schon. Oh. Hui. Und Neujahr. Okay, ich gebe zu, der war ein bisschen... platt, der Witz. So, Missionszusammenfassung. Fertigungsstraße der Anlage für experimentelle Mechanik von Hahn und Keder auf Karpik außer Betrieb genommen. Alle infizierten Mechs deaktiviert. Ist doch mal schön. Ach ja, der Ladebildschirm, wie wir ihn alle kennen und lieben. Schön, nicht wahr? So, dann wäre das wohl auch erledigt. Ah, die Normandy. Schön. Commander, you've received a new message at your private terminal. Wirklich? Wehe, wenn das nochmal so ein Streich ist wie letztes und vorletztes Mal. Das gibt es nicht. Willst du mich verarschen? Ich müsste auch mal wieder eine Runde mit der Crew machen. Aber das mache ich dann erst in der nächsten Aufnahme. Ich sag dann mal, bis dann.